Herzlich willkommen zurück zu Spyro 2 in der Reignited Trilogy. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Anscheinend waren wir im Level... In Glimmer waren wir anscheinend. Nee, Moment. Glimmer ist das Level, wo wir angefangen haben. Man kommt anscheinend wieder hierhin zurück, wenn man neu lädt. Okay, das ist ein bisschen doof. Wo habe ich denn aufgehört? Wo habe ich aufgehört? Götzenquell haben wir auch schon. Wir waren im Schildkrötenlevel. Bei Kolosse müssten wir auch gewesen sein. Ja. Gibt es hier? Ah. Ja gut, Glimmer konnten wir noch nicht fertig machen. Entschuldigung, Sonnenstrand ist das mit den Schildkröten. Konnten wir auch noch nicht fertig machen, soweit ich weiß. Wo muss ich denn hin? Da unten geht's zum Sonnenstrand. Warte mal. Wo muss ich dann hin? Da unten gibt's kein Level, ne? Okay, dann nutze ich mal den Shortcut hier. Der mich in der Luft nicht shortcuttet. Okay, gut. Spyro 2 ist echt lückenhafter in meiner Erinnerung. So, warte mal. So, dann gehen wir mal hier runter. Boom. Aber warte mal. Sommerwald ist auch noch nicht komplett. Da haben wir auch noch nicht alles gesammelt. Warum nicht? Was fehlt? Klettern fehlt. Ja, genau. Klettern fehlt. Weil an einer Stelle gab es ja auch noch eine Leiter für uns. So, wo geht's hier lang? Ich kann einstellen. Das habe ich bei Spyro 1 nicht gemacht. Ne, hier wollte ich nicht hin. Ich kann was einstellen, was sehr praktisch ist, was ich eigentlich tun sollte. Das habe ich bei Spyro 1 nicht gemacht. Die aktive Kamera ist doch viel geiler als gedacht. Dann dreht die sich nämlich so ein bisschen mit. Und das ist auch viel angenehmer für euch eigentlich. Moment. Muss ich hier runter? Was, hier lang? Jetzt dreht die Kamera nämlich... Oh, das ist so viel angenehmer. So war es nämlich früher in der... Ich weiß gar nicht, ob man früher die Kamera umstellen konnte, aber sowas früher auf jeden Fall. Sonnenstrand. So, ah, hier. Hurikos. Genau, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Und dann müssen wir schleunigst mal klettern lernen, damit wir die anderen Level machen können. Ich kann doch nicht einfach Level zurücklassen und nicht auf 100% machen, nur weil ich nicht klettern kann. Was ist das denn? Im ersten Level müssen wir auch noch, ne? Das allererste Level hier, Glimmer. Müssen wir auch noch machen. Das geht so nicht. Was geht hier ab? Achso, mir wurde geschrieben. Das hätte ich bei Spyro 1 auch machen können. L3 drücken. Lässt Sparks mir anzeigen, wo die Juwelen sind. Das hätte mir natürlich viel Zeit gespart. Die Handwerker haben schon immer Ärger gemacht. Aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Oh, ich erinnere mich dran. Hier ist irgendwo eine Diode. Aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Ich erinnere mich dran. Dioden, ja, ich hab das... Oh. Das war ein anstrengendes Level, Mann. Das ist eine Diode, ja. Genau, da muss man hier hin. Oh Gott, das wird anstrengend, das Level. So, da hatte ich Glück. Ich glaube, der kann die losschicken. Okay, und ich habe in Spyro 1 die Platin-Trophäe geholt. Das waren noch so Kleinigkeiten, die da geholt werden mussten. Eigentlich ganz cool, dass ich das gemacht habe. Fühlt sich nämlich schön komplett an jetzt alles. Und das werde ich bei 2 vielleicht auch machen. Meinen Platin-Trophäen haben oder nicht haben, ne? Mit diesen Windmühlen ist anscheinend auch irgendwas. Okay, hier sind noch welche. Was Bugs zeigt dahin, weil da lose Juwelen sind. Da ist die Diode, warum nimmst du die nicht mit? Weil Sparks sie nicht ranziehen kann. Okay, dann muss ich also aufpassen.
Noch eine Diode. Wäre also uncool, wenn wir die verpassen, weil Sparks sie ja nicht aufheben kann. Guck mal, jetzt werde ich das ja auch die ganze Zeit nutzen. Das fühlt sich jetzt irgendwie falsch an. Wenn ich mir anzeigen lasse, wo die nächsten Juwelen sind. Vielleicht mache ich das immer nur am Ende eines Levels, wenn ich was verpasst habe. Wo komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wann komme ich da hoch? Wahrscheinlich noch nicht. Diode? Danke. Hallo Fee. Diode? Ist das hier irgendwie Öl? Nein, okay. Es ist einfach nur Grafik. So, lass das bitte. Nicht reparieren, den Dude. Was ist denn mit den Windmühlen? Na? 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 Ja, ich mach das gleiche wie du gerade. Okay, geht's hier runter? Ja, aber nicht so, wie ich es mir dachte. Ach, guck mal. Genau. Ich erinnere mich. Da müssen wir mit Superspeed gegenrennen. Sonst kommen wir da nicht durch. Ding, ding, ding. So, dafür müssen wir aber noch ein paar Gegner besiegen. Ja, da müssen wir gegenrennen. Da rennen wir auch gegen. Was ist denn mit den kleinen Windmühlen? Das verstört mich. Das verstört mich hart. Okay, einmal hier hoch. Was gibt's hier? Ah ja, dieses lila Monster. Was war damit denn nochmal? Spucken. 1 von 10. Muss ich die damit besiegen? Oh, an die Stelle erinnere ich mich tatsächlich. Ich glaube, die Kugeln mussten irgendwo hin. Hier rein, ne? Ja, genau. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die auf Zeit liefen, dass die immer wieder rausfallen oder so. Eine fehlt hier noch. Ja, ich weiß, du hast eine Kugel für mich. Was hast du denn? Diese Handwerker-Diebe klauen ständig unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzt und unseren Generator aktivierst, wäre ich dir sehr dankbar. Fangen die Diebe. Ja, ich glaube, wenn ich die reinpacke... Pass auf, wenn ich die reinpacke, ich zeig das einmal, dann schmeißt er die wieder raus. Kann das? Sparks so glücklich. Ja. Okay, man kann ihn aber mit Feuer besiegen. Kein Ding für uns. Okay, sehr gut. Oh, nein, nehmen. Okay. Ey, heb ihn auf. Danke. Jetzt muss ich tatsächlich mit der einen Kugel bis nach hinten rennen. Oh, der spawnt neu? Das war die Scheiße. Warte mal. 3 von 10. Oh, warte mal. Die spawnen nicht neu, es gibt 10 Stück. Also die spawnen neu, ja. Aber... ich muss jetzt erstmal hin und her rennen und die alle fertig machen. Weil sonst werde ich hier nicht glücklich. So. Ich erinnere mich, das war voll nervig, Mann. So. 6 von 10. Sieben. Aua. 8. So, einmal noch hin und her rennen. Und 9 und der letzte. Ich muss sagen, der muss ja hier sein. So.
Pop. Pop. Man kann das gar nicht schaffen, wenn die da sind. Also, man braucht das gar nicht versuchen. So, das haben wir alles. Hallo. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Steine hier irgendwie finde. Aua, nimm ihn doch im Mund. So. Nehmen wir den noch. Was sind das noch für Geier, die hier einfach diese doofen Steine klauen? Und du. Danke, Spyro. Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Witzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Belohnung. Dankeschön. So, war das jetzt hier irgendwie ein extra Ding und total optional? Ich glaube schon. Ich bin hier einfach den optionalen Weg gegangen anscheinend. Aber warte mal, die zählten als Gegner, ne? So optional war das Ganze gar nicht. Nee, zählten nicht als Gegner. Aber ich habe noch eine Diode. So. Als ob ich noch eine Diode hätte. Okay. Gut, dann können wir hier die restlichen Gegner machen. Die aktive Kamera ist doch ein bisschen störend manchmal. Ich bin nämlich... Oh, oh. Danke, das war knapp. Kann man hier nicht einfach so? Als ob das nicht geht. So, ist sie. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir die 18 auf jeden Fall. Gib mir die Diode. Sparks, du kannst sie ruhig mal aufheben. Du kannst ruhig mal nützlich sein. Bist ja sonst nicht. Doch, ist er. Wollte nicht meinen besten Mitarbeiter mobben hier. So, schick deinen Roboter bitte nicht zu mir. Ich habe keinen Bock drauf. Teilen die sich den Roboter oder was ist hier los? Leider war er noch beim anderen. Aus die Maus. Oh, das war eine... Trophy. Anscheinend alle Roboter besiegen? Ich weiß es nicht. Okay, hier brauchen wir eine Diode. Haben wir ja noch. So, und dann... Ah, hier ist das Ende vom Level. Ja, komm. Holen wir uns eben dieses Artefakt. Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Belohnung. Okay, das Zahnrad hätten wir. Ich glaube, es gibt über mir noch Edelsteine. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich erinnere mich sogar an diese Edelsteine. Aber wie komme ich da hoch? So, erstmal ist das Tor ja aktiv mit dem Superrennen-Mode. Ach du großer Gott, ist das hier schnell. Huiuiui. Nein. So. Dann. Hallo, Spider-Man-Update. Ach ja, das macht die Ventilatoren aus. Genau. Oder langsamer, sagen wir es mal so. Und so kommt man da auch hoch. Über die Ventilatoren. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass man hier lang musste. Aber nicht da hoch, ne? Aber hier einmal rumrennen, oder? Nein, auch nicht. Irgendwas war hier mit lange Rennen. Hier lang? Falsche Richtung. Aber hier gab es keine Dinger zum... Doch, hier muss es Dinger geben, weil hier gibt es Ventilatoren. Okay, da ist einer, da ist einer. Okay. Genau. Von den anderen muss ich einmal ums Haus und dann dagegen rennen. Okay.
Okidoki. Ist da noch was? Nein. Okay. Einmal hier ums Haus. Und dann dagegen rennen. Dann kommen wir da auch hoch. Ding, ding. Ding, 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 ding. So, was hast du? Spyro, siehst du das große Gebäude da drüben? Die Handwerker stehlen damit unseren Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Okay, gleite zur Fabrik rüber. Nichts leichter als das. Tada. Okay, und jetzt? Ah. Warten wir einfach. Genau, und dann kommen wir auch zu den Edelsteinen. Dann müssen wir da hoch. Ist hier noch was? Also wäre ich Spieleentwickler, wenn hier schon so eine Kante ist, hätte ich da noch was versteckt. Ganz ehrlich. Oder ich kein Spieleentwickler bin. So. Ist das nicht so? Spyro, du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Okay. Mach ich. Blaues Ding im... Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Okay. Ja, Tutorial. Infos brauche ich nicht. Who needs Tutorials? Ach, ich doch nicht. Din, 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 din. Oh, das passt nicht vom Timing. Bullshit. So. Und hier rüber. Jawollo. Und so kommt man hier hoch. Ah. Fähigkeitspunkt erhalten. Ah, weil ich die ganzen Windmühlen gemacht habe. Dafür sind sie also. Okay. Cool. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Oh nein. So, das haben wir. Ach, guck mal. Wie nah das war. Es ist so laut hier. Boah. Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Ich will. Gib mir meinen Stuff. Gib mir meine Schätze. Ich brauche sie. Jawohl. Habe ich jetzt alles hier? Anscheinend. Alle Kugeln gesammelt. Katsching, katsching, katsching. So. Und zurück. Einmal hier rund. Oh mein Gott. Ich darf nicht mehr springen. Ich hätte noch hochspringen können. Ich hätte das geschafft, Spiel. Aber ich durfte nicht mehr. Wie gemein. Wie fies. Ich bin erschüttert. So. Raus hier. Damit hätten wir Hurikos auch zu 100%. Sehr nice. Ganz schön fies. So, jetzt müsste ich nur noch klettern lernen, dann wäre ich glücklich. Das würde alles besser machen. Aber jetzt müsste die Boss-Tür sich öffnen. Weil ich glaube, ich habe alle Level. Obwohl Sommerwald noch ein Fluglevel haben müsste. Glaube ich. Moment, nee. Es gibt noch ein Level, da war ich noch nicht drin. Schildkröten können wir noch nicht machen. Hier, das hier. Warte mal.
war denn hier mit? Genau. Gute Arbeit, Sparrow. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses Genau, die Ozeanstrecke habe ich noch nicht gemacht. Und da hinten müsste On-Level sein, was ich noch nicht gemacht habe. Aquaria. Genau. Okay, okay. Wir haben noch genug zu tun hier. Noch viel zu tun. Ein bisschen größer die Welten als in 1. Und haben vielleicht ein, zwei Level mehr. Ozeanstrecke sind die Fluglevel, glaube ich. Ja, okay. Die Fluglevel hier, ich weiß, ich glaube, hier war das schon so. Haben eine kleine Besonderheit. Die mache ich aber erst, wenn wir das einmal geschafft haben. Weil das geht ganz gut eigentlich. Really. Achso, sind die zum Umrennen? Ah, die sind zum Umrennen. Deswegen ging der mit Feuer nicht kaputt. Okay. Hui. So, warte mal. Na, machen wir jetzt die Boote erst. Nein! Ach, Mann. Neuer Versuch. Mir wurde auch geschrieben, wenn ich das die Ringe geschafft habe oder so, dass ich dafür die Edelsteine schon habe. Aber sehe ich nicht ein. Ich will das in einem Stück schaffen. Das ist der Ehrgeiz, den man haben muss für diese Level. So, dadurch, dass ich gerade die Karren hier verkackt habe, war das ja eh ein doofes Timing vom Abflug hier. Oh mein Gott, ich hänge. Man hat hier nämlich so einen Turbo-Boost drin, das ist nicht gut, Mann. So, machen wir die Boote. Hier sind nämlich direkt die Ringe auch. Ach, shit. Okay, okay, warte. Das mit dem... Über Wasser fliegen. Oh, okay. Ah, ich weiß schon. Ah, ich weiß wieder. Ja, ich weiß schon, wo ich gleich hin muss. Ich hab's schon gesehen. Zeige ich euch aber, wie gesagt, erst, wenn ich das Level einmal geschafft habe. Sollte jetzt machbar sein. So. Der Rest sind ja nur noch die Ringe. Oh, nicht abstürzen. So. Das hätten wir. So, neuer Versuch. Und zwar, wenn wir jetzt einen neuen Versuch machen, wenn man es einmal komplett geschafft hat, geht die Zeit nämlich hoch. Und deswegen mache ich das gerne. So. Und dann müssen wir einmal hier hin. Hier ist nämlich ein NPC. Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Ich bin bereit. Okay, Spyro. Das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf. Wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. Ja, das sind nämlich Rennen gegen Jäger. Man kann Jäger, glaube ich, anzünden. Problem ist, die Reihenfolge ist mit Jäger halt einfacher, denn man weiß sonst nicht, wo man langfliegt. Und man muss alle Ringe durchfliegen. Ja, kacke. Okay, können wir nochmal machen? So, okay. Das ist nämlich echt nicht so einfach. So, und ich kann ihn noch nicht abfahren. Ich glaube, das war in einem anderen. Es gibt, glaube ich, Strecken, die sind einfacher. Da kommt man, glaube ich, den Kontrollenten abzu... Nein, das war in 3, glaube ich. Ich glaube, da gab es sogar Items, um die abzuschießen und so. So, und hier hat er den krasse Kurve gemacht. Ich bin zu blöd für diesen Ring. Und ich drücke immer die falsche Schultertaste. Bin zu blöd für diesen Ring. Ah, nee. Eindeutig nicht anzündbar. So, jetzt.
Oh, der Sonne entgegen. Okay. Wo macht er jetzt wieder die krasse Kurve? Miau. Okay. Dadurch. Du Arsch! Oh! Macht er doch extra. Was fliegt der denn hier für eine Route? War die früher auch so kacke? Kommt man früher überhaupt so eine Kurven fliegen? So. Als ob man, weißt du, sie sagt, wenn Jäger zuerst durch den Ring fliegt, schließt er sich. Man kann es ja gar nicht anders. Gute Arbeit, Spyro. Das war ein ausgezeichneter Flug. Gib mir die Kugel. Danke. So, damit hätten wir das Level auch geschafft. Das sind nämlich so Kugeln, die fehlen einem hinterher sonst. In den Sommerwald reisen, bitte. Und die holen wir direkt mit. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher rausgefunden habe, ob das Zufall war. Oder irgendwie mir einer das gesagt. Keine Ahnung, wie ich das rausgefunden habe damals, dass da so NPCs rumstehen. Mein Controller hat vibriert, als ob Spyro irgendwo gegengerannt ist. Ist er aber nicht. Okay. So, jetzt sind wir wieder in Glimmer. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Spyro 2 in der Reignited Trilogy und dann machen wir Aquaria. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.